Gut, aber eigentlich will ich doch hier gar nicht hin. Ich wollte doch jetzt... Ist natürlich jetzt ungünstig, dass ich jetzt leider keine... kein Bohnenmehl habe, aber... wie machen wir? Wir gucken gleich mal. Es wird doch bestimmt irgendwie eine andere Art von Fertilizer geben. Und ansonsten müssen sie halt eben auf natürliche Art und Weise wachsen. Also ohne Hilfe, dann ist das eben so. Ich kann es auch nicht ändern. Ich mach mal eben ein Lied weiter, wartet mal. Das passt irgendwie gerade nicht. Ja. Wie gesagt, wenn wir da also kein Holz haben, beziehungsweise nicht ausreichend Holz, weil das, was wir jetzt hier haben, das ist jetzt nicht so viel. Wisst ihr was, eigentlich müssen wir die Raspberries futtern. Weil wir haben sonst einfach gerade nichts anderes. So, aber das wächst hier auch schon recht gut zurecht. Wir werden den nochmal eben umsetzen. Ach, so sieht das jetzt aus, wenn es fertig ist. Aha. Das ist aber nicht so gut. Da fand ich das vorher schöner. Also, the original way. ja, gut. Müssen wir uns halt mit anfreunden. So, was hat mir der jetzt hier noch an Seeds? Oberste Priorität hat jetzt erstmal das Essen. Potato Seeds. Ja, können wir mitnehmen. Die Raspberry-Büsche, die müssen wir gleich nochmal wieder einpflanzen. Dann Cucumber, Peanut. Das ist alles nichts, was ich sofort essen kann. Aber hier haben wir noch ein paar Wheat Seeds. Melons. Na, ist jetzt auch nicht so vertragreich. So, das passt dann auch super hin. Dann kommen die Potato Seeds dahin. Oh, ich weiß, wo wir was zu essen herkriegen. Und ihr wisst es auch. Und sagt mir einfach nichts. Schämt ihr euch eigentlich nicht? Jetzt mal ganz ehrlich. Schämt ihr euch nicht? Eine bodenlose Frechheit. So. Nehmen wir noch eben das Holz hier einmal mit, damit wir die Saplings gleich einmal neu pflanzen können. Damit, während wir dann gleich auf Tour sind, um uns was zu essen zu organisieren. Oh Gott, warum leckt denn das jetzt gerade auf einmal so? Damit wir uns dann gleich, um den Satz mal zu Ende zu bringen, was zu essen holen können und damit das in der Zwischenzeit wachsen kann. So. Notfalls habe ich ja noch ein paar Äpfel. Glücklicherweise, aber naja. So. Bevor wir jetzt aber durch die Gegend marschieren, werden wir erst einmal das Inventar wieder ein wenig leer räumen. Das ist Gravel, das ist Oak. So. Die Stone Pickaxe kommt jetzt erstmal beiseite. So, dann werden wir uns auch tatsächlich gleich nochmal einen Eisenspeer machen. Wo habe ich denn das Eisen? Ach da. Ja, das verwirrt mich noch alles ein bisschen, dass das hier alles immer ganz anders aussieht. So, da haben wir auch noch ein paar Sticks. Sehr schön. Spear. In der Hoffnung, dass er ein bisschen mehr Schaden macht. Warte mal. 4-1. Ja, guck mal, das geht ja eigentlich. Gut. So, dann kommen die Rubies da rein. Das Tin Ohr kommt da rein. Das Dirt schmeißen wir hier mit rein. So, das Iron kommt da mit rein. Ich bin sowieso gerade am Überlegen, ob wir nicht sogar hier schon anfangen, das alles ein wenig mehr zu sortieren, dass wir tatsächlich die Ingots da oben rein tun und naja, gut, wir werden sehen. So, Wheat. Kann ich daraus Brote machen? Ja, kann ich. Nach wie vor. Perfekt. Das werden wir tatsächlich mitnehmen. Das, den Lavendel lassen wir mal hier. Die Spruce Saplings ebenso. Die Raspberries. Auch. Wir haben ja aktuell F
voll Essen und volle Gesundheit so gesehen. Das sollte schon passen. So, die Schere nehmen wir selbstverständlich noch mit, falls wir unterwegs ein paar Schäfchen begegnen. Die Blueprints lassen wir hier. Was wir aber tatsächlich nochmal eben machen werden, ist unsere Tools reparieren. So. Die Iron Pickaxe, die werden wir auch nochmal eben fix reparieren. Ist natürlich jetzt ein bisschen rausgeworfen, aber dann ist das eben so. So, die Iron Nuggets, das Salt kommt dahin. So. Das Holz schmeißen wir erst einmal damit rein. Beziehungsweise gehört da ja sowieso rein, aber naja, ich kann damit gerade nichts anfangen. So. Was bist du denn? Du bist auf jeden Fall ein großer Baum. Alter, was stimmt mit euch nicht? Könnt ihr nicht woanders wachsen? Also, ich meine, dass ihr wächst, ist schon gut, aber muss das so schnell sein? Was bist du? Komm her! Egal. Wir gehen jetzt zum Village hin. In der Hoffnung, dass wir da noch ein paar Seeds und ein paar Potatoes abgreifen können. Und vielleicht finden wir da ja noch irgendwo was Nettes in der Kiste oder so. In der Hoffnung, dass das ein großes Dorf ist. War jetzt auch auf der Minimap? Ja, doch, könnte ein größeres Dorf sein. Schauen wir mal. Außerdem weiß ich gar nicht, was jetzt alles in diesem Dorf zu finden ist. Dank Mod. So, was? Cucumber Seeds, okay. Gehen wir da rein? Nein, wir gehen da nicht rein. So, aber wir nehmen die Raspberry-Dinger hier noch eben mit. Geht das so fixer? Ja. Sehr schön. Ach, ihr seid ja wie diese Käfer, die mich angreifen. Was bist du? Bist du alter Verwalter? Ist seit wann gibt's denn Füchse hier? Hi. Na? Kollege, was geht? Ja, komm. Friss das. Hast keinen Bock drauf? Was bist denn du eigentlich? Ach, du bist ein Waffenschmied, okay. Okay, hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal Emeralds her, wobei ich sagen muss, also 15 Kohle für ein Emerald, oh, hält sich in Grenzen. So, was hast denn hier noch so Schönes drin? Perfekt, danke, ich bin mal weg. Tschüss. Ich mach dir sogar die Tür wieder zu. Grindstone. Wofür braucht man Grindstone? Achso, Repair and Design. Danke. Ja. Ah. Egal. So, das legen wir mal eben an. Und unser erstes Rüstungsteil haben wir dann damit auch schon. Das geht hier vor. Und Bett haben wir. So, was haben wir hier? Sweetberries. Nehmen wir alles mit. So. Die Kiste. Was die Kiste nehmen wir auch mit. Die Stairs allerdings nicht. So, was haben wir hier? Ein Bett. Und jede Menge in der Kiste. So, ah, da oben geht's weiter. Perfekt. Ich wollte schon gerade so. Das Dorf gefällt mir. Oh, so viele Potatoes und so viel was zu essen. Oh, ist das super. Apropos Essen, da fällt mir ein, ich habe auch noch nichts gegessen heute. Da könnten wir gleich mal machen. Ein Golem. Ich hoffe nur, dass der keinen eingebauten... Was sind der Looms? Ich merke schon, also irgendwie, ich glaube, ich habe ganz viel verpasst, was Minecraft... Oh, Carpets, die können wir mitnehmen, was Minecraft angeht. Also, was ich sagen wollte, ich hoffe, du hast keinen eingebauten Diebstahlschutz. Also, dass du merkst, wenn jemand was geklaut hat. Wäre nämlich echt ungünstig gewesen. Hättest du sowas gehabt, aber das hätte ich da jetzt auch schon gemerkt. So, hier waren wir auch schon drin. Dann... Hast du was Nettes anzubieten? Nee, hast du auch nicht. Okay, gut. Da hinten habe ich das eben Qualm sehen. Da möchte ich mal eben kurz hingehen und gucken, was das war. So. Dann werde ich ihm hier wahrscheinlich gleich nochmal das Dach wegreißen. Weil dann haben wir auf jeden Fall Holz. Aber auf der anderen Seite ist auch doof, weil... Was bist du? Ach, du bist eine Katze. Na gut. So und so und so. Dorf. Autsch. Ich hab's
hier eben röcheln gehört. Also, Kollege, lass mich mal eben fix. Sag mal, kann das sein, dass ihr irgendwie so ein ganz kleines Konstruktionsproblem habt? Diamond! Ah, lass mal die. So, Obsidian brauchen wir sowieso. Dann können wir mal eben das anlegen. Und dann machen wir das so. Ist natürlich jetzt schade, dass ich hier die Kiste zurücklassen muss, wa? Wobei eigentlich. So. Komme ich da so an die Kiste ran? Alter, Ninja Looter 3000 nennt man mich jetzt. Guck mal, kann ich sogar die Kiste mitnehmen, wa? Oder ich mach das einfach so. Ja, ich weiß, ich bin ein Trickser. Ich bin so ein Trickser. So. Wups. Ich hatte hier eben noch was Interessantes gesehen, glaube ich. Außer, dass da unten jede Menge Kohle ist. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wie doof bin ich eigentlich? Hier stehen überall Betten in der Gegend rum und ich gehe in der Nacht nicht mal schlafen. Danke. Oh, will ich hier was? Keiner. Ist gut. Was ist das? Ah, Peapod. Ein Peapod. Zum Glück so geschrieben. So, Spruce Raptor seid ihr. Okay, Leather Pants. Das haut mich jetzt nicht so um. Und was ist das da? Warum brennt das da so? Ach, das ist ein Campfire. Was ist denn ein Campfire? Aber wir wären jetzt kaputt. Danke, du bist es. So, wie macht man das Campfire und was macht man damit? Ah, okay. Und ich habe keine Ahnung. Das war dumm. Das war so dumm, ne? Das war so richtig dumm. Oh Mann. Gut. Scheiße, die zieht's mal eben weg. Kohle kann ich leider nicht mitnehmen. Uff. Okay, damit kann ich leben. So, die Cobblestone nehmen wir eben mit. Ah, ganz ehrlich, die Erde hätte ich auch gerne mitgenommen, aber naja. So, jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir da wieder nach oben kommen. Damit wir uns auch noch mal dem anderen Teil des Dorfes widmen können. Seht ihr, hier wollte ich auch noch drauf. Beziehungsweise runter. Ups. So. Der hat doch bestimmt was Tolles. Aber was macht er? Aua. Böses Feuer. Du tust ja weh. So. Ach, siehst du, guck mal. Kiste ist leer. Kiste können wir mitnehmen. So, was haben wir hier für ein Bett? Ein blaues Bett. Ah, ist ein lilanes. Wobei, so viele Betten brauchen wir eigentlich auch nicht. Wenn ich ehrlich sein soll. Eigentlich brauchen wir das eine nur, also. Ja, nicht. Nee, sondern einfach mal so hinnehmen, klar. Und Fresse halten. Du bist ein Schweinchen, aber kein Schaf. Wobei. Schäfchen brauchen wir jetzt ja eigentlich auch gar nicht mehr. Jetzt, wo wir die tollen Betten hier gefunden haben. Habe ich jetzt das ganze Dorf? Nee, ich habe doch noch nicht das ganze Dorf, oder? Da hinten ist Lava, also da ist Lava. Hier ist interessant irgendwas. Und was haben wir hier? Ach, du bist doch bestimmt schon wieder Öl oder sowas. Wenn ich jetzt in dich reinjump, ne, um das herauszufinden. Nein, wir machen es einfach nicht. So, wir werden stattdessen jetzt erstmal wieder nach Hause gehen. Schäfchen! Ich nehme euch trotzdem mit. Was können wir denn daraus noch Schönes machen? Eigentlich nichts, ne? Okay, gut. Machen wir es so. Ein nacktes Schäfchen. Zwei nackte Schäfchen. So. Drei nackte Schäfchen gleich. Seht ihr? Gut, dass wir hier zum Village gelaufen sind. So. Also haben wir richtig was geschafft. So. Immerhin
Sag mal, hast du dir echt gerade so schnell neue Locken wachsen lassen? Alter Verwalter, weißt du, dass du mit diesem Rezept echt reich werden könntest? Mal nochmal. 13 weiße Wolle haben wir jetzt. Super. So, und 13 weiße Wolle und 5 nackte Schäfchen. War das 5? Oder waren das doch nur 4? Ist wurscht. Tatsache ist, wir haben Wolle.